Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Civilization 6. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Ich bin wieder zurück. Wir können wieder live spielen. Ich freue mich. Die ersten 5 Folgen haben wir im Livestream gemacht. Jetzt wieder. Ihr wisst das Prinzip. Ich nehme eine Folge auf. Ihr habt Zeit, mehr oder weniger, sagen wir mal so, mindestens 24 Stunden, manchmal ein bisschen mehr, das Video anzuschauen, live zu kommentieren, und direkt werden die Kommentare in die nächste Folge eingearbeitet. Für alle, die das hier schon länger gucken, ihr kennt das Prinzip. Für alle, die neu sind, nutzt diese Zeit, guckt euch die Videos an, kommentiert fleißig mit und ja, nimmt aktiv bei dieser Partie teil. Hier mit Deutschland, Friedrich Barbarossa. Wir sind in Runde 87, haben 5 Städte, und wir haben uns ja im Livestream so eine kleine Strategie zurechtgelegt. Wir sind befreundet mit relativ vielen Nationen, nämlich mit den Franzosen im Norden, mit den Mali im Norden und auch mit den Brasilianern hier im Norden. Alle, die sozusagen relativ nah an uns sind, sind uns freundlich gesinnt, außer der Osten, der böse, böse Osten, im Anführungszeichen. Die Inder mit Chandragupta, unsere Möglichkeit, uns, ich sag mal, weitestgehend zu expandieren. Wir hatten den Plan, Nanbadol einzunehmen, bezüglich des Stadtstaatenbonus, den wir haben, mit der Kampfstärke. Da waren die Inder einfach schneller. Jetzt haben wir nur noch indische Städte um uns herum, die wir aber gerne alle einnehmen wollen. So, das sind derzeit 6 Stück. Wir haben derzeit 5. Das wäre sozusagen das, was ich anpeile. Wir haben uns jetzt die Möglichkeit geschaffen, Eisen zu holen. Also sprich, wir können auch jetzt Einheiten rekrutieren, die Eisen brauchen demnächst. Wir bauen auch noch die Zeusstatue hier. Und das stimmt. Da gehen wir jetzt das erste Mal gleich mal auf ein paar Kommentare ein. Punkt 1 ist, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, hier noch Wälder zu roden. Für das Wunder, da müssten wir vielleicht Magnus umplatzieren. Ich weiß gar nicht, ob wir das unbedingt machen wollen, aber das wäre noch eine Möglichkeit. Wir könnten das Ganze aber auch eben wie mit dem ursprünglichen Plan machen, und zwar mit der Möglichkeit, hier den großen Ingenieur Imhotep zu bauen. So. Gewährt 175 Produktion für den Bau von Wundern und doppelt so viel, wenn das Wunder aus der Antike oder Klassik stammt. Das wäre sehr, sehr cool. Was wir noch machen könnten dazu, wäre tatsächlich den Hafen zu bauen und das Mausoleum von Halikarnassos zu bauen, was natürlich noch sehr, sehr cool wäre, wenn wir das irgendwie noch bauen könnten. Da brauchen wir aber einen Hafen. Ich glaube, einen Hafen und Leuchtturm oder nur den Hafen. Ich weiß es gar nicht. Und die Frage ist auch, in welcher Stadt ist das sinnvoll? Also, ja, wir könnten das natürlich auch selbst in Mainz machen. Da müssten wir den Hafen aber erst bauen. Das würde wiederum die Zollstatue verlängern. Das wäre nicht so klug, glaube ich. Wir könnten das Ganze aber auch hier in Magdeburg machen, weil wir hier auch ein paar bessere Ressourcen haben. Wir haben nämlich auch wenigstens so ein paar Meeresressourcen, die ich ganz nett finde. 1, 2, 3. Und wir kommen auch relativ weit. Und wir haben viele Küstenfelder hier auch in Magdeburg. Hier haben wir ein bisschen weniger, ne? Wir haben, naja, das geht hier so rum, ne? Also diese Felder hier wären Mainz. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Küstenfelder. In Magdeburg sind es, glaube ich, ein paar mehr, ne? 1. Ja, guck mal, das geht hier raus noch. Das treffen wir noch. Das hier. Das hier und gegebenenfalls auch das hier noch. Ich glaube, das zählt auch, könnte auch noch zu Magdeburg sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Also schon mehr Küstenfelder plus die Meeresressourcen, die deutlich sinnvoller sind hier. Das Problem ist beim Hafen, den haben wir noch nicht freigeschaltet. Also Segeln haben wir schon freigeschaltet. Wir haben auch die Astrologie, also beides relativ schnell zu erforschen. Wir wollen aber eigentlich auch jetzt erstmal nach der Ausbildung Richtung Maschinen gehen. Boah, schwierig. Also klar, das Mausoleum hilft natürlich dabei. Was natürlich richtig schön ist, wir können es mal anzeichnen. Die Frage ist natürlich, wo würden wir es bauen? Ich tippe mal auf einen, hier wäre natürlich der perfekte Platz. Tatsächlich. Hier auf diesem Nahrungsfeld wäre natürlich wirklich ein guter Platz dafür. Wir können es mal einzeichnen. Wo haben wir es denn? Da. Ingenieure haben eine zusätzliche Ladung. Das ist natürlich schon cool für Imhotep dann. Wir könnten das sozusagen mehr oder weniger mit Imhotep bauen. Dann hätten wir noch eine zusätzliche Ladung für Imhotep, für ein weiteres Weltwunder. Das wäre schon sehr, sehr cool.
Bloß wie wir es gebaut kriegen, ist halt die Frage. Boah, das ist schon. Das ist schon nochmal so ein Zeitfaktor einfach, den ich hier sehe. Was machen wir derzeit? Wir erschließen neue Handelswege, um unsere Städte ein bisschen zu pushen, was die Produktion angeht. Mainz zum Beispiel könnte noch 13 Produktion, Aachen 24 ist schon ganz okay. Magdeburg 17 ist auch in Ordnung. Heidelberg und auch Trier sind, glaube ich, die beiden, die wir jetzt auf jeden Fall pushen müssen, was Produktion angeht. Die brauchen beide sehr, sehr lang für ihre Sachen. Das heißt, da würde ich jetzt als nächstes die Handelswege gerne hinschicken. Von Mainz nach Aachen haben wir auch schon einen. Genau, der Händler wird gebaut. Hier ist der nächste Markt fertig, also ein weiterer Händler. Oleg hatte auch schon gesagt in seinem Kommentar, dass wir das Geld eigentlich auch gut für die Upgrades brauchen könnten. Upgrades für Bezirke natürlich. Ja, schwierige Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wir bleiben aber erstmal grundsätzlich, glaube ich, bei dem Plan. Die Ausbildung gibt uns auf jeden Fall schon mal einen gewissen Produktionspush, weil wir dann erstmal noch überall plus eins auf unsere Minen bekommen. Wir haben eigentlich in recht vielen Städten Minen. Wir haben in Mainz eine Mine. Wir haben hier einige Minen und können auch einige bauen. Steinbrüche haben wir natürlich welche. Hier haben wir noch eine Mine. Also wir kriegen dadurch schon ein bisschen mehr Push. Dadurch, uns fehlen gerade so ein bisschen die Handwerkerladungen, mal wieder. Die könnten wir auch mal gebrauchen demnächst. Ja, also Magdeburg macht das natürlich Sinn. Wir hatten ja hier Rayna platziert. Hier den Hafen plus Mausoleum wäre, glaube ich, hier für Rayna insgesamt eine coole Sache mit Hafen-Handelszentrum. Wir wollten sie ja deswegen, wenn wir hier Hafenmeister machen, ne? Doppelte Nachbarschaftsbonus durch Handelszentren und Häfen in der Stadt, wäre sehr, sehr cool. Von daher bin ich schon der Meinung, dass es hier sinnvoll ist, dann auch das Mausoleum zu bauen. Wir könnten das echt versuchen. Wie sieht es denn aus mit Bezirkbau? Okay, wir könnten auch einen weiteren Bezirk bauen, so ist es nicht. Also die Möglichkeit für einen Hafen wäre da. Ja. Ja, okay. Dann ja, probieren wir das vielleicht. Mal gucken, ob es das irgendwie aufgeht. Ich muss mir das nochmal überlegen. Das Mausoleum müssten wir mit Imhotep. Das heißt, wir kaufen mit. Ja, klar, wir kaufen dann mit Imhotep. Schalten das Mausoleum frei. Und können. Ja, komm, das machen wir. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir machen die Ausbildung jetzt zu Ende. Und dann gehen wir in Richtung Häfen. Kriegen wir es bis dahin hin noch Monate. Wir können nach dem Händler noch einen Handwerker bauen. Das dauert hier, glaube ich, nicht so lange. 5 Runden. Dann, genau, den Handwerker bauen. Dann können wir nochmal versuchen, 2 Meeresressourcen zu erforschen. Das können wir uns sogar kaufen hier. Dann würde der Hafen schneller fertig werden. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Wir probieren es mal. So, genug der Taktik. Also, der Plan bleibt. Indien. Indien ist spannend für uns. Und wir haben das Mittelalter erreicht. Auch das geht schneller, als wir denken. Gibt zumindest einen Es weiteren gibt keine leichte Zeitalterpunkt. Art, einen Praktikanten anzulernen. Meine beiden Methoden sind Vormachen und Meckern. Ach Mist, waren wir jetzt eigentlich in einem Heldenzeitalter? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Oh Gott. Okay, Ausbildung ist auf jeden Fall fertig. Ne, wir sind im normalen Zeitalter, ne? Ah, haben wir das verpasst? Okay, gut. Wir nehmen auch das Normale, allerdings ist das Heldenzeitalter dadurch jetzt weg. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hätten wir das noch bekommen können jetzt? Ich habe echt nicht drauf geachtet. Na, egal. Wir spielen, wie es ist. Ja, wenn 5 Folgen und Urlaub dazwischen liegen, da hat man nicht mehr alles im Blick. Okay, was machen wir? Wir wollen Spezialbezirke bauen. Bekehren ist Quatsch. Ja, wahrscheinlich ist das mit den Heurikas immer noch das Interessanteste für uns. Wir bauen Campi jetzt weniger, glaube ich, in nächster Zeit. Wir bauen aber auch nicht wirklich große Werkplätze. Ja, wir könnten das machen, aber ich glaube. Ja, lass uns mal kurz überlegen. Ja, neue Spezialbezirke. Wir bauen natürlich hier neue Spezialbezirke. Wir bauen noch einen Hafen. Das sind dann 3 Zeitalterpunkte. Hier kriegen wir jedes Mal, wenn wir Heurikas bekommen, die wir auch eigentlich drauf spielen, ne? Baut eine Eisenmine. Ja. Also ich glaube, wir nehmen hier die freie Forschung. Ich denke, das ist alles andere keinen Sinn.
Da ist übrigens der Handwerker und da kriegen wir nämlich auch gleich einen Zeitalterpunkt. So. Wir gucken uns das gleich in Ruhe an, hier mit den Handelswegen. Erstmal das mit den Zeitalterpunkten regeln. Schade, das hätte... Ich weiß gar nicht, wie viel uns gefehlt hätte am Ende. Ich hatte das jetzt leider nicht im Blick, ehrlicherweise gar nicht im Blick. So, in Mainz ist der Händler auf jeden Fall wieder bereit, einen Handelsweg einzugehen. Ja, wir gehen nach Aachen natürlich. Wir brauchen die Produktion. So. Okay, das sieht aber erstmal soweit okay. Wir haben eine Eisenmine. Das heißt, wir produzieren ab jetzt Eisen. Das ist sehr, sehr schön. Hier haben wir natürlich auch ein Nahrungsproblem, aber nur noch 16 Runden, bis das Handelszentrum fertig ist. Mit dem Handelsweg wird das dann schon besser. Ich denke, Trier wäre auch grundsätzlich interessanterer Standort hier. Ja, Heidelberg natürlich auch spannend, aber grundsätzlich ist das ja alles wichtig. Beide Städte. So. Ausbildung ist abgeschlossen, das heißt, jetzt müssen wir alle ein bisschen mehr. 19 Produktion, 25 Produktion, Mainz hat 14. Heidelberg hat 3 Produktionen, das ist super wenig. Trier hat 8. Naja, gibt jetzt natürlich auch nochmal Mine, Eisenmine, klar. Okay, was machen wir Sinnvolles jetzt mit der Handwerkerladung hier oben? Wir bauen hier noch einen Handwerker. Klar ist, wir gehen jetzt erstmal Richtung Hafen. Wir wollten hier den Markt eigentlich schneller fertig bauen. Haben wir danach in Aachen ein Projekt, was wir dann bauen wollen? Wir könnten die Bibliothek bauen danach, um ein bisschen mehr Wissenschaft zu bekommen und schneller zu sein in der Wissenschaft. Das wäre absolut nicht verkehrt. Würde auch nochmal Zeitalterpunkte bringen. Wir können die Hanse bauen danach. Auch das ist als Bezirk möglich. Wäre schon sehr, sehr stark. Wenn wir roden würden, wäre der Markt fertig, direkt die Hanse gebaut. Wäre schon sehr, sehr stark. Wir haben noch keine Aquädukte, aber das kriegen wir ja auch noch. Ja. Ja, das wäre schon gut, ne? Wir haben hier die Mine. Ja. Ja, ich glaube, das machen wir. Wie wir es geplant hatten. So, hier werden wir nochmal weiter erkunden. Ja, ich glaube, wir gehen hier noch weiter durch das Land. So, ich glaube, hier oben waren Einheiten. Da wollten wir nicht weitergehen. Hier kommen wir aber auch nicht wirklich weiter nach unten, ne? Wir könnten noch ein bisschen mehr von den Indern freischalten und ein bisschen hier in den Osten ziehen. Vielleicht machen wir einfach das. Ja. Ja. So. Der erste Weltkongress steht, glaube ich, auch an. Wie sieht es mit Sachen aus, die wir verkaufen können? Diplomatische Gunst. Derzeit können wir was kaufen. Wir können Salz kaufen. Wie sieht es denn derzeit mit den Annehmlichkeiten unseren Städten aus? Ja, okay, das würde sich auf jeden Fall anbieten, das zu tun. Kostet ja auch nicht so wahnsinnig viel. Hilft aber unseren Städten überall 10% mehr zu produzieren. So. Gold ist okay. Das sieht schon nicht schlecht aus. Ja, das Bekehren lassen wir dann über uns ergehen. Wir haben ja selber keine Religion gegründet. So, Weltkongress. Söldner kommen an ihn. Die Produktion oder der Kauf von Militärheit mit der gewählten Währung kostet bis zum nächsten Weltkongress 100% mehr. Die Produktion oder der Kauf von Militärheit mit der gewählten Währung kostet bis zum nächsten... Oh, das ist natürlich gut für unsere Pikeniere, ne? Da müssen wir wahrscheinlich dafür sein. Auch wenn das natürlich allen anderen auch hilft. Das ist so eine... Das ist eigentlich eine richtig gefährliche Geschichte. Wir könnten auch sagen Gold, aber... Dass wir die günstiger kaufen können, das wäre eigentlich auch sinnvoll. Aber das wird nicht genommen, oder? Das werden wir nicht bekommen. Aber das wäre eigentlich das Wichtigere für uns. Weil, glaube ich, mit Gold kaufen, wir haben einen relativ hohen Gold-Output. Ja. Duplikate des gewählten Luxusguts gewähren Annehmlichkeiten. Oh Gott, haben wir welche, die wir doppelt haben?
Ach so, wir müssen die auch behalten, ne? So, welche? Guck mal, Diamanten haben wir nicht, ne? Wir könnten sagen, dass Diamanten keine Annehmlichkeiten geben. Weil der hat jetzt unheimlich viele davon. Ich glaube, das wäre fast sinnvoller, oder? Ja, machen wir das. Wir können eh nicht viel entscheiden. Wir haben nicht so viel diplomatische Gunst. Deswegen bleibt es dabei. Also, wir versuchen mal, unsere Gegner zu schwächen, indem wir sagen, dass Diamanten keine Annehmlichkeiten geben. Sprich, weniger Annehmlichkeiten für die indischen Städte. Die haben jetzt auch nochmal Salz verkauft. Und hier versuchen wir, dass es günstiger wird mit Gold, weil wir einfach einen sehr hohen Goldoutput hatten und dann günstige Einheiten kaufen können. So, ist eine gemäßigte Flut, zwei gedüngte Geländefelder, ansonsten nicht viel passiert, sehr schön. Aber das war klar, dass wir es nicht schaffen. Also. Hier ist immer Produktion, ne? Produktion ist das A und O, da muss man echt drüber kommen, alle sind für Produktion. Interessanterweise die Mali mit Keita übrigens. Hier. Mit Glauben. Okay, auch spannend. Wir waren Gold, alle anderen haben sich für Produktion entschieden. Was viel interessanter ist, ist hier das hier. Das Gebildungsgut, keine Annehmlichkeit, Bernstein. Das ist nämlich genau unser Luxusgut. Diamanten dagegen, Diamanten dafür. Bernstein dagegen. Guck mal, Chandragupta. Bernstein dafür, Salz dagegen, Räucherwerk. Sehr, sehr interessant, aber hier hat Chandragupta gegen uns gespielt, während wir gegen Chandragupta gespielt haben. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Das ist recht fies gewesen, ne? Uns fehlen jetzt hier wieder Annehmlichkeiten dadurch. Aber das, man merkt schon, die Psychospielchen mit den Indern fangen an. Man versucht uns hier dann doch schon ein bisschen kleiner zu machen. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt Produktion auf dem Feld. Das ist gut. Das hilft der Stadt ein bisschen. Und hier sind auch noch zwei Handwerkerladungen. So, folgendes. Können wir schon Sägewerke errichten? Ich glaube noch nicht. Nein. Okay. Zwei Meeresressourcen. Hier ist ein Händler. Den schicken wir erstmal in eine andere Stadt. Und zwar nach Heidelberg. Ich glaube, Heidelberg braucht das auf jeden Fall. Heidelberg braucht das auf jeden Fall. So, dann. Was machen wir mit den beiden Ladungen hier unten? Wir haben den Wald, mit dem können wir nicht viel machen. Hier könnten wir auch nicht so viel stellen. Das heißt, eigentlich können wir den tatsächlich für Heidelberg jetzt erstmal opfern. Wir könnten hier den Bauernhof bauen, der aber auch wieder kaputt gemacht wird. Ich finde das alles nicht so doll. Wir könnten den natürlich auch dafür nutzen, um hier oben die Ressourcen zu sehen, aber der ist, glaube ich, ewig unterwegs. Also das brauchen wir auch nicht machen. Dann machen wir jetzt Folgendes. Hafen können wir noch nicht bauen. Händler dauert 3 Runden und der Handwerker 4. Ich würde, glaube ich, den Handwerker, den Händler kaufen und den Handwerker bauen. Wie lange dauert dann 3 Runden dauert das nur mit dem Hafen? Das dauert nicht lange. Das heißt, es würde nur sinnvoll sein, den Handwerker zu kaufen. Dann sind wir aber ziemlich wieder weit weg von Imhotep. Müssen wir das wahrscheinlich durchlaufen lassen, ne? Ja, okay. Dann produzieren wir den Handwerker da 4 Runden. Wir haben ja aber noch eine Möglichkeit, eine weitere Mine zu bauen, ne? Ein Handwerker wäre auch so nicht schlecht für den Hafenbau. Das würde alles ein bisschen beschleunigen. Hier können wir noch eine Mine draufsetzen. Also Handwerker wäre an sich trotzdem nicht schlecht. Aber wir den Händler und den Händler kaufen wir einfach, oder? Es wirft uns mit Imhotep halt nochmal zurück.
Macht uns aber im Endeffekt schneller Gold dazu. Ja. Die Händler und die Handelswege sind super wichtig. So, Produktion in Aachen. Ja, die Hanse natürlich. Das dauert 2 Runden. Das ist ein Spezialbezirk, gibt eine Menge Zeitalterpunkte. Und hilft der Stadt auf jeden Fall. Zollstatue wird weiter gebaut. Ich glaube, noch niemand anderes baut die gerade, oder? Nee. Zumindest nicht entdeckt, ne? Heißt natürlich nicht, dass sie jemand baut, aber... Zumindest nicht da. Was wir mit dem Handwerker machen könnten, wir könnten hier oben roden noch, um das schneller zu bauen. So, Chandragupta hat einen Anmadol erobert. Wir müssen dort wieder für Unabhängigkeit sorgen. Ja, das ist natürlich die Frage. Wir würden dann automatisch in den Krieg gehen. Ich weiß zwar nicht, ob das andere auch machen. Die Frage ist ja... Ah, das ist schon spannend jetzt. Das ist schon eine spannende Frage, was ich jetzt mache. Ich bin eigentlich nur nicht darauf vorbereitet, jetzt Krieg zu führen gegen Chandragupta. Nanmadol zu befreien, wollen wir eigentlich auch nicht. Eigentlich wollen wir, dass Nanmadol in unserer Stadt gehört. Alle Mitglieder haben untereinander Frieden, offene Grenzen und geteilte Sichtbarkeit. Alle Mitglieder führen Krieg gegen das Ziel. Aber wenn wir die Einzigen sind, ist es auch Mist. Eigentlich kommt das zum falschen Zeitpunkt. Das können wir uns derzeit nicht leisten. Ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich welche gibt, die da mitmachen. Eleonora hat mitgemacht. Okay. Chandragupta ist natürlich Kralaga dagegen. Wir waren auch dagegen. Es ist nicht so, dass mir das Leben an Land widerstrebt. Aber das Leben auf See ist besser. Gut. So, Händler ist da. Den schicken wir natürlich auch nach Aachen. Das macht es hier schon deutlich besser, ne? Und den natürlich auch nach Aachen. Ja, und schon sind die beiden Bezirke einfach viel früher fertig. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Gut. So, Hafen ist in 3 Runden fertig. Das passt. Hier warten wir erstmal ab. Der bewegt sich erstmal weiter nach unten. Dennoch irgendeine Beförderung. Hier möchte ich eigentlich weiter in der Küste hier entlang gehen. Hier runter nach Brasilien laufen. So, einheitentechnisch sieht es aus. Wir haben noch Barbaren. Die können wir noch nicht aufbauen. Wir haben zwar jetzt Eisen, aber es dauert natürlich, bis wir die jetzt bekommen. Hanse ist gleich fertig. Händler haben wir jetzt alle geschaffen. Wir kriegen nochmal 2 weitere Händler dazu. Oder wenn wir Märkte haben. Hafen wird gebaut. Handwerker macht dann hier weiter. Hier können wir noch Bananen theoretisch mit... Ja, vergolden. 1, 2, 3, 4. Das ist okay. Wir haben eigentlich alle guten Felder im Besitz. Das müssen wir nicht unbedingt tauschen. Das kann weiterhin hierzu gehören. Hier sind auch die guten Felder alle drin. Roden, Mine, ne? Und dann nochmal irgendwelche Handwerker für die Fischressourcen. Also wir brauchen hier noch 2 Handwerker. Vielleicht bauen wir in Aachen gleich auch noch einen Handwerker. Als nächstes. Uff. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Also offene Grenzen und diplomatische Gunst an unseren Freund Keita für 20 Pferde. Nee, Pferde will ich nicht haben. Aber mehr Gold. Dann können wir das gerne drüber nachdenken. Wir vielleicht ein bisschen Eisen von ihm bekommen. Ne, ich nehme erstmal das Gold.
Janse war kein Zufall, sondern das Ergebnis des einzigartigen Genies unseres Volkes. 4 Zeitalterpunkte. Sehr schön. Die nehme ich. Ja, wir können Eisen handeln. Das wollen wir aber eigentlich nicht. So, Hanse ist fertig. Jetzt können wir keine weiteren Bezirke bauen. Also, Werkstatt ist möglich, Bibliothek ist möglich. Ich will aber erstmal nochmal einen Handwerker haben hier in Dings. Den brauchen wir nochmal. Mehr Wohnraum benötigt Aachen. Okay. Das schaffen wir eigentlich, keine Ahnung, nur mit dem Aquädukt, glaube ich, ne? So, Freundschaft ist abgelaufen. Mit wem? Ah, mit Eleonore. Da war übrigens auch eine Sache, die wir bedenken müssen. Und zwar der Kulturdruck von Eleonore, der hier aus Norden kommt, ne? Also, das hat er auch nochmal von Oleg gesagt. Das habe ich gar nicht beachtet. Wir haben hier die Französin als Gegnerin. Und die kann natürlich irgendwann im Laufe der Partien richtig Kulturdruck auf uns aufüben. Sprich, wir müssen auf jeden Fall mit ihr irgendwann eine kulturelle Allianz anstreben, damit sie uns unsere Städte nicht einfach wegnimmt. Und das betrifft natürlich auch die indischen Städte, die natürlich auch potenziell, theoretisch, fallen könnten. An sie, an Eleonore. Das heißt, auch da, kriegstechnisch wurde, glaube ich, mir empfohlen von Oleg, im Norden anzufangen. Das hat mehrere Vorteile, ne? Wenn wir Agra einnehmen, die ist natürlich schwer, also deutlich größer, hat aber Möglichkeiten, wegen dem Loyalitätsdruck besser zu machen, weil hier unten wird es schwierig, dich da zu halten. Aber wir müssen auch gucken, dass wir die dann abschirmen vor den Französen, vor der Französin. Oder das können wir besser, wenn wir dann Allianzen auch machen, als die Inder. Weil wenn die Stadt dann hier irgendwann flippt, haben wir auch ein Problem da. Das sollten wir also nicht unterschätzen. So. Folgendes. Ich glaube, alles ist gut erstmal. Wir können erstmal so weitermachen. Ich würde diesen Handwerker hier nicht ungenutzt lassen. Das ist irgendwie Quatsch. Was können wir mit dem denn machen? Also wir können hier noch keine Sägewerke bauen. Trier ist an sich recht schlecht, was das angeht. Wir kriegen hier irgendwann die Mine vorbei. Da bräuchten wir ein Monument, aber das will ich jetzt nicht kaufen. Das ist mir jetzt nicht wert. Wir könnten tatsächlich hier... Wird das bewirtschaftet, das Feld hier? Und das wird bewirtschaftet, ne? Ja, also wir könnten wirklich eigentlich nur den Sumpf trockenlegen. Oder hier den Bauernhof bauen. Bauernhof gibt einen Wohnraum mehr hier für die Stadt Heidelberg. Ansonsten mehr Nahrung, ne? Irgendwie alles ein bisschen verschenkt. Können wir den Handwerker nicht? Wir könnten den natürlich nach Mainz schicken, um das hier zu roden. Aber das ist ein Wald, wo wir auch irgendwann mal ein Sägewerk drauf bauen können. Wir dürfen nicht vergessen, so viel Produktion haben wir hier halt einfach nicht in der Stadt. Ich will den nicht roden, den Wald hier. Wir könnten hier noch eine Mine drauf bauen. Das, was wir eigentlich vorhatten, wo wir dann das Aquädukt aber bauen wollen. Das finde ich auch nicht so optimal. Ja, wir könnten den natürlich nach hier oben schicken. Dahin, wo wir tatsächlich noch was regeln können. Hier zum Beispiel ist ein Hügel, den wir roden können, der uns noch was bringt. Also da haben wir noch ein paar Optionen. Wie lange braucht er hier hin? 7 Runden darf der hin. Das dauert auch ewig, ne? Ne, wir lassen den hier unten stehen. Wir schieben den vielleicht noch ein bisschen zentraler nach Heidelberg, dass der ein bisschen besser agieren kann, auch nach Norden hoch. Und dann lassen wir das, glaube ich. Das kostet mir zu viel Zeit, den hier hochzuziehen. Handwerker werden produziert. Eigentlich müssten wir die Handwerkerkarte jetzt reinnehmen. Vielleicht kriegen wir das. Das hätten wir noch sinnvollerweise machen müssen. Aber ist jetzt alles ein bisschen improvisiert gerade. Weil wir unseren Plan so ein bisschen über den Haufen geworfen haben bezüglich... So, jetzt können wir Diamanten kaufen. Ja, das machen wir natürlich. Jetzt bringen die natürlich auch was. Jetzt bringen die natürlich auch was, ne? Aber nur damit wir die Zufriedenheit wieder haben. Sehr ärgerlich, dass uns die Inder da so eine kleine... so ein bisschen unter Druck setzen. Wie sieht es denn aus mit großen Persönlichkeiten allgemein? Also die interessieren uns alle gar nicht. Wissenschaftler, Heureka-Momente, da sind wir aber weit hinten dran. Dann großer Händler, gewährt eine kostenlose Händler in dieser Stadt und erhöht die Handelswegkapazität um 1. Das wäre sehr, sehr schön.
Da werden wir uns aber strecken müssen, um das zu bekommen. Und Imhotep, oh Deutschland, wir sind die Ersten, die Punkte sammeln. Und das ist wiederum gut, weil dann wird er ein bisschen günstiger. Durch die erste Handzahl wird er ein bisschen günstiger. Und wir sind auch die Einzigen, die große Generäle holen. Also auch das ist cool. Gefällt mir eigentlich alles gerade. Oh, Weltwunder gebaut. Bitte nicht das Fall. Der Minakshi-Tempel. Okay. Ich kann es mir noch aufschreiben hier. Nein, Eisen wollen wir nicht verkaufen. 193. Und es wurde Krieg erklärt. Jetzt wahrscheinlich durch Mit das. der Zeit lernt man seinen Kurs nach dem Licht der Sterne zu bestimmen und nicht nach den Lichtern jedes vorbeifahrenden Schiffes. Verteidigung ist besser als Opulenz. Okay, Hafen. Hafen ist gebaut. Also unser Hafen ist erforscht, Handwerker ist gebaut. Das heißt, nächstes Gebäude auf jeden Fall der Hafen. Da dauert 6 Runden. Ist jetzt aber hier für Rainer natürlich total gut. Wir haben außerdem einen neuen Gouverneurstitel. Den würde ich tatsächlich jetzt. Haben wir zwei Sachen, die wir wirklich machen können. Okay, wir haben schon die Überschusslogistik. Das ist also okay. Dann machen wir Hafenmeister auf jeden Fall. Gibt uns dann nochmal ein bisschen mehr Gold. Und dann werden wir den Handwerker jetzt nutzen für das, was wir wollten. Nämlich einmal roden. Mine bauen, Mine bauen. So, der bleibt da stehen. Handwerker ist eine Runde fertig. Verteidigungstaktik ist abgeschlossen. So. Bernstein ist extra. Können wir verkaufen. Bringt aber keine Annehmlichkeiten, glaube ich, ne? Und dementsprechend auch kein Gold. Also lassen wir das jetzt erstmal. Das ist jetzt Quatsch. Für einmalig ein Gold brauchen wir es nicht. Aber wir können offene Grenzen weggeben. Für teures Geld. Ja, guck mal. Das gibt auch schon mal ein bisschen mehr. Genau, Aquitan hat China Gupta den Krieg erklärt. Das ist für uns wiederum gut, weil die dann vielleicht ein bisschen geschwächt werden dadurch. Und Avignon kommt uns ganz schön nahe. So. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit Maschinenbau. Das, was wir jetzt eigentlich als nächstes machen wollten. Wir könnten noch über die wir gehen noch über die Eisenverarbeitung, weil die bringt uns für die Zollstatue ja auch noch was. Und dann machen wir Rad- und Maschinenbau. Aber ich möchte die Eisenarbeitung noch freischalten. Eigentlich, die könnten wir auch noch freischalten, ne? Die wären fast noch besser. Weil wir kriegen dann jetzt Speerkämpfer, glaube ich. Aber das dauert 16 Runden. Und die Maschinen sind sehr, sehr wichtig. Also wir müssen eigentlich Richtung Maschinen gehen. Ja, eigentlich ist das erstmal das Wichtigste. Rad, Eisenverarbeitung. Aber das als zweites. Also erstmal die Eisenverarbeitung, dann hier runter. Ja. Okay. So, Ausrichtungsbonus. Verteidigungstaktiken sind durch. Wir haben eine weitere Granate. Wir haben das Mausoleum freigeschaltet. Das ist doppelt gut. Dann könnten wir jetzt weiter mit der Geschichtsaufzeichnung weiter. Oder wir machen hier weiter. Feudalismus ist natürlich auch sehr interessant. Gibt auch nochmal 50% Produktion für nah, fern, Kavallerieabwehreinheiten der antike Klasse des Mittelalters und Renaissance. Das ist eine sehr, sehr gute Politikkarte für uns. Finde ich schon sehr stark. Dauert aber 17 Runden bei 6 Bauernhöfen. Dann würde es sich das vielleicht doch noch lohnen, mit den Handwerkerladungen und Bauernhöfe zu brauchen. Vielleicht kriegen wir irgendwie 6 Stück zusammen. Wie viel haben wir denn überhaupt? Wir haben gar nicht mal so viele. Wir haben gefühlt keine. Und wir kriegen auch, glaube ich, keine 6 Stück zusammen, oder? Hier könnten wir einen bauen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ah, das wäre schon wichtig. Dann auch. Ja, dann müssen wir den Handwerker das andere. Wir könnten das natürlich machen, indem wir hier das noch kaufen. Eins, zwei. Drei, vier Bauernhöfe sehe ich mal möglich. Puh. Und die beiden Sumpffelder eigentlich noch dazu, ne? Oder hier noch. Also ja, möglich ist es.
Wir haben noch keinen einzigen gebaut, oder? Wir haben noch wirklich keinen einzigen Bauernhof gebaut. Maisressource oder sowas? Ne, gar nicht, ne? Das sieht wirklich dünn aus. Ja, aber wir könnten ja unten weitermachen mit den Bauernhöfen. Vielleicht kriegen wir das hin. Also man könnte dafür auf jeden Fall zwei Bauernhöfe bauen. Wann kriegt der hier ein neues Feld dazu? Wenn ja, welch denn Mais kriegt er dazu? Okay, das ist auch noch ein Bauernhof dann da, theoretisch. Drei Bauernhöfe sehe ich hier. Ja, wir könnten hier welche bauen. Wir könnten das tatsächlich machen. Ja, pass auf, machen wir. Erstmal geben wir dann Zeitalterpunkt dazu, das ist auch schön. Und dann probieren wir das einfach mit den sechs Bauernhöfen und gucken mal. Dann machen wir hier, bauen wir unten noch einen Handwerker. So, Regierungskarten. Plus 30% Produktion für Lager- und Hafenbezirke sowie ihre Gebäude. Also wir lassen das drin, dass der Hafen schneller gebaut wird. Das ist okay. Produktion in allen Städten, Gold durch Handelswege. Wir können mal gucken bei den Wirtschaftskarten, ob wir inzwischen bessere haben. Produktion für Handwerker könnten wir reinnehmen. Die Goldkarte möchte ich ungern rausnehmen. Wir haben sehr wenig Golderträge. Hier lassen wir es drin. Und die Generalpunkte würde ich, glaube ich, auch drin lassen. Für den großen General. Wir könnten eine weitere Wirtschaftskarte reinnehmen. Wir könnten die erstmal rausnehmen, weil wir das Lager jetzt haben und den General wahrscheinlich sowieso bekommen. Und dann nehmen wir die Handwerkerkarte rein. Ja. Dann würden wir schneller Handwerker bauen. Wir könnten in den Städten hier unten dann vielleicht noch Handwerker bauen. Für den Feudalismus. Oder einfach nur mal schnell Handwerker da hinterher packen. Ja. Ist auch nicht so verkehrt. Ist schwierig im Moment. Wie könnt ihr zulassen, dass sich die Barbaren so nah bei euch herumtreiben? Tun sie das? Ich sehe hier keine Barbaren. So, also Handwerker, einmal roden bitte. Handwerker fertig. So, jetzt gucken wir mal. Also ich würde gerne die Bananen hier auf jeden Fall nochmal gerne anschließen. Und ich möchte gerne weitere Handwerker produzieren. So, dann können wir hier gleich den nächsten Bauernhof bauen. Hier gibt es ein Küstenfeld. Wir können Tee kaufen. Gibt uns weitere Annehmlichkeiten. Vielleicht kommen wir auf die plus 5 irgendwie, dass wir 20% Bonus bekommen. 1068 Gold haben wir. 1955 kostet Imhotep. Das sieht gut aus mit dem großen General. Okay. Das ist in Ordnung soweit. So, Hafen fertig. Wir müssen hier noch ein Geländefeld kaufen dann als nächstes für das Mausoleum. Ich glaube aber, wir brauchen den Leuchtturm noch, ne? Brauchen wir den Leuchtturm noch? Ja, ne? Ah, ne, nur einen Hafen. Okay, das heißt, wir können das dann auch gleich bauen. Imhotep kaufen. Ja. In Ordnung. So, Eisen wollen wir nicht verkaufen. Diplomatische Gunst. Ja, ist okay. Aber dann ein bisschen mehr Geld, bitte. Zwei Gold. Ne, warte mal. Wir kriegen, glaube ich, von anderen mehr. Ja, wir sind keine Bedrohung für andere. Was haben wir jetzt verloren? Oh, haben wir jetzt wirklich eine Einheit verloren? Alles hat seine Grenzen. Aus Eisenerz kann man kein Gold machen. Wir haben tatsächlich den Handwerker verloren, ne? Ja, der Bauernhof ist auch gleich wieder weg, ne? Also in mehrerer Hinsicht richtig, richtig dumm. Richtig, richtig dumm. Ja,
Das ist jetzt richtig ärgerlich. Ich meine, schön für die ganzen gedüngten Geländefelder. Toll. Davon kann ich mir aber gefühlt gar nichts kaufen. Weil die hat. Also jetzt. Ja, gut. Jetzt sind die Handwerkergeschichten auch weg hier, ne? Ah. Also, wir brauchen Staudämme. Ist gar nicht so doof gedacht. So, wir machen weiter mit Maschinen. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, dass wir Aquädukte bauen können, Maschinen, Armbrustschützen, Belagerungstürme und so weiter und so weiter. Rad, Stadtmauern bauen, also wie gesagt, Katapulte kriegen wir, Aquädukte freigeschaltet. Da wollen wir als nächstes hin. Genau, die Karte finde ich immer noch gut. Ich würde hier immer noch bleiben, weil ich glaube, hier haben wir nichts weiter, was uns bringt. Der Nachbarschaftsbezirke sind nicht wichtig, die Loyalität erstmal nicht wichtig. Gouverneurtitel, Theologie, alles nicht so wahnsinnig interessant. Ich glaube, Feudalismus wirklich mit das Interessanteste derzeit. Genau, hier erstmal ein bisschen Gold scheffeln. Der soll dahin, bitte. Hafen ist in einer Runde fertig. Das ist auch super gut. Das ist auch echt, echt gut. Die Jahrtausendflut war super, super bitter. Die hätte ich jetzt gar nicht gebrauchen können. So, 3 Zeitalterpunkte für den Hafen. Erfinde nicht das Rad neu. Richte es einfach neu aus. Und das sieht auch nicht so schlecht aus hier. Hier erstmal ein bisschen mehr Gold. So, was machen wir jetzt mit den Hügeln? Wir können die alle abreißen, theoretisch. Ich würde jetzt aber wahrscheinlich erstmal Richtung Bibliothek gehen, dass wir ein bisschen mehr wissenschaftliche Erträge haben. Da, wo jetzt die Aquäduktfelder sind, weil wir jetzt bald das Aquädukt haben, würde ich jetzt fast nicht mehr verschwenden, da noch eine Mine drauf zu bauen. Wir könnten überlegen, was wir mit den beiden Regenwäldern hier machen. Das wären meines Erachtens noch 2 Minen hier auf den Regenwäldern. Und wir haben Magnus noch hier stehen, das heißt, wir könnten mit Magnus da noch ein bisschen was machen. Das heißt, ich würde das wahrscheinlich sogar auch jetzt tun. Und das dafür opfern, sozusagen. Gucken wir uns hier mal ein bisschen die Brasilianer an. So, jetzt können wir hier, glaube ich, das Mausoleum bauen. Wir müssen aber das Feld kaufen. Das nützt nichts. So, Mausoleum wird gebaut. Eine Mine bauen wir noch, dann geht es ein bisschen schneller. Da ist auch schon Vulkan, deswegen will ich hier nichts hinbauen. Wer weiß, was hier was noch hier passiert als nächstes. Wohnraumprobleme, wie gesagt, Seemannsliederhafen ist gebaut, wunderbar. Gibt Nachbarschaftsboni jetzt hier, doppelte, sowieso schon durch das Handelszentrum. Also das ist eine sehr, sehr coole Rainerstadt. Selten, dass man eigentlich das mal zusammen baut, aber in dem Fall lohnt es sich richtig, das zu tun. Agra wird übrigens angegriffen, schaut mal. Oha. Das wird spannend. Also wenn Agra jetzt angegriffen wird, erfolgreich angegriffen wird von Eleonore. Wie sieht denn das aus mit 493 zu 371 militärische Stärke? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn Agra jetzt eingenommen wird durch Eleonore, haben wir, ich sag mal, nicht unbedingt ein Problem, aber das würde unsere ganze Taktik hier ein bisschen verändern. Das könnte nochmal spannend werden. Das könnte wirklich nochmal spannend werden. So, der geht dahin. Du gehst da runter, du gehst da hoch. Hier sind die Handelszentren bald fertig in jeweils einer Runde. Also nochmal mehr Gold. Sehr schön. Wege sind auch schon da zu den Städten. Finde ich auch gut. Die kosten noch 1910 jetzt. Generäle haben wir bald. Admiräle bekommen wir auch. Auch nicht so schlecht. Immerhin haben wir das Spezialeinheit, das U-Boot. Das dürfte uns hier weniger bringen, aber
Ja, also wir müssen mal gucken. Also wenn Agra noch eingenommen wird, haben wir wahrscheinlich relativ Schwierigkeiten hier. Agra sieht ganz schlecht aus. Also es sieht wirklich so aus, als ob Agra gleich flöten geht. Gut, also so sieht es erstmal aus. Ich würde sagen, bevor wir jetzt die nächste Runde machen, dass sie zu lange wird. Also die Freitagsfolge ist im Kasten sozusagen. Sonntag geht es ganz normal weiter. Kommt auch ein bisschen später die Folge, weil ich am Samstag noch den ganzen Tag unterwegs bin und am Sonntag erst die Folge aufnehmen kann. Kommt dann aber auf jeden Fall am Sonntag. Und ja, ansonsten, ich bin gespannt, was ihr zu kommentieren habt. Der Plan sieht an sich jetzt nicht so schlecht aus. Wir haben recht viele Möglichkeiten. Mit Zeus kriegen wir Einheiten, aber ich glaube, wir müssen uns bald mal hier die ein oder andere Stadt holen, sonst sehen wir hier alt aus. Denn wenn es hier irgendwie weiter Kriege gibt und Eleonore nicht aufhört, verbindet Indien die bald von der Stadtkarte und dann haben wir ein mächtiges Problem. Ich bin gespannt, was eure Tipps sind. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ja, schönes Wochenende.